Mit Stream Reaper habe ich bereits, wie gesagt, hier den Ziel. Mit dem Parameter D kann ich die einzeln trennen, dann suche ich mir einfach den Pfad aus und das war es dann schon. Und ich glaube, du weißt, wo du klicken musst, weil du weißt, was da steht. Aber könntest du trotzdem die Schrift wieder größer machen? Ja, da geht es, glaube ich, sicher. Ctrl Plus. Okay. Jawohl. Mhm. Oh, geil. So, wenn man das dann startet, verbinde ich mich direkt drauf. Das geht. Und dann habe ich jetzt den Ordner angelegt, ein leeres, weil es gerade eben das. Und ich auch so langsam. Liegt wohl an meiner Kiste, das ist ein Kern-CPU. Also ja, nichts weiterregendes und ja. Gleich zum Flimmern zu kommen. Okay, da. Je wo ich Ubuntu Users, kauft euch mehr Kerne. So. Melonen sind zufrieden, gut für die Kerne. Das heißt, in den übergeordneten Ordner wird der Channel, also mit dem Focal Trends her eben gestartet. Das, was gerade runtergeladen wird, landet unter Incomplete. Ist es komplett heruntergeladen? Mal schauen, das wird einige Zeit dauern, aber ich schätze, so um die 1-2 Megabyte, wenn die erreicht hat, landet es dann hier im Hauptordner, also eins weiter oben. Und da kann ich dann die einzelnen Stücke einzeln wirklich schön auswählen, aussuchen, abspielen, was auch immer, was ich damit machen möchte. Ja, im Moment. Wo ist eigentlich der Audio? Ich verwende sehr gern VLC, Video LAN Player. Ja, okay. Ja. Das ist mein. Ja. Player, genau. So ist es. XP. Ah, da sowieso. Okay. Achso, wann kriegt eigentlich das MetaLab seine große Glasfaseranbindung? Gar nicht, nachdem das Finanzministerium die Breitbandoffensive Milliarde nicht hergibt, weil wir es uns nicht leisten können, nachdem sie über die Hyperalpe Adria sponsert und die politischen Betrugsverfahren finanziert, werden wir in Österreich keinen weiteren Breitbandausbau bekommen. Das heißt, wir werden dank der umfangreichen, langanhaltenden Schädigung des Wirtschaftsstandorts Österreich durch die A1 Telekom aus der Check-to-Web K&K Hofpost auch weiterhin ins Hintertreffen geraten, was das angeht. Vergiss es, das wird nicht besser. Einfach mal. Funkfeuer ausbauen, selber Bandbreiten bauen und den Staat außen vor lassen, weil die blockieren uns nur noch weiter. Statement da, genau. genau, also wenn die NSA jetzt tüchtig mitgehört hat, wird sie das gleich mal der Regierung stecken, die ja sozusagen 300 Meter von hier die Straße runter im Parlament sitzt und hoffentlich, ja. Auch dort gibt es kein Glasfaser. Klar. Das Rathaus? Das Rathaus hat Glasfaser. Am anderen Ende vom Gebäude, ja. Ja, ja. Ja, gut, kennt man da nicht eine Funkstrecke ordentlich hier machen? Ordentlich, ja, da tust du aber Hähnchen braten in der Luft. Okay, also das ein einzelnes Faser hätte man vielleicht irgendwo zwischen den Beutelschweizschleinkanten verstecken. Naja, das ist dann nur die Frage, wer mit dem Häupl saufen geht. Und ihn dazu bringt, was zu unterschreiben. Ich habe mir sagen lassen, du brauchst nur einen sehr guten Wein. Ja, so ein dann hast du schon gewonnen. Das Ganze entartet langsam zu einem Podcast. Ja. Und wenn man sich das richtige Getränk dazu besorgt, ja, mit Bier, dann sollte man am Montag einfach mal zu den Biertauchern gehen, die sich immer am Montagabend treffen. Drüben in der Zipressa, beziehungsweise im alten AKH, genau. Ja, warte mal. Also ich würde gerade am Drücker. Ich würde vorschlagen, ich lasse es noch ein paar Minuten, also so lange laufen, wie sie zumindest ein oder zwei, also ein Lied reicht, weil sonst, ja, dass man das dann sieht, wie das dann ausschaut und das zeige ich dann einfach dann später. Okay. Weil ich glaube, meine 5 Minuten habe ich dann. Also du hast eine sichere Kiste im Sinne von nichts Wichtiges gerade drauf, außer dem System?
Oder wie läuft, was läuft da eigentlich jetzt? Eine Live-CD oder wie? Nein, nein, das ist mein Notfall, mein Live-Kistel da, leider unterstützt durch die Distribution da nicht unbedingt den Chips fürs WLAN. Also das ist. Aber du könntest dort mal lokal einen Account anlegen und dann könnte man über das Screen noch was zeigen. Mit dem ja, das ist eine Live-CD, allerdings brauche ich dazu einen. Nee, aber die Kiste, die jetzt da hast. Ja, der ist noch nicht ganz so. Nein. Also da habe ich schon meine. Nochmal zuhören. Du könntest jetzt dort einen Account anlegen. Mhm. Da könnte ich mich drauf einloggen und da könnte ich da etwas zeigen, weil wir schon die Verbindung haben dort. Ah, okay. Mhm. Genau. Bei Screen und so. Wenn er das bockt, aber ich würde es eher, wie gesagt, er ist da aus dem Bildschirm da. Ja, du könntest aber einen Account anlegen. Okay. Ja. Dann könnten wir darüber reden. Dann würde ich irgendein Account. Dann könnten wir uns alle da sozusagen drauf mit einloggen und was ein Terminal dienen. Aber Launchbar 6 bietet super. So, habt ihr noch was eingetragen da? Also der Plan sieht vor, so ungefähr noch eine halbe Stunde hier rumzuhampeln, was so Schönes zu zeigen. Und dann gehen wir rüber ins Kreuzchen und werden was essen. Und dann kommen wir wieder daher. Ja? 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 Okay, aber das ist so der Plan. So, was haben wir jetzt noch zu zeigen? Also wir haben in den Notes, wenn wir dann nochmal schauen, noch einmal, was haben wir denn da? Alt, aber sicher, könnte ich nochmal was drüber sagen? Ein Projekt. Schmuckpingel. Und da unten. Ja, da gibt's so einige, es stehen ja einige Sachen schon da. Man muss sie ja nur mal abrufen. Und das kollektive Bewusstsein muss nochmal erinnert werden, dass die Sachen ja schon da sind und man sie nur abrufen muss. Ah, Inksi zum Beispiel. Ja, das könnte ich auch dann im Terminal zeigen, sobald der Account da ist. Account da, Account. Nein, da kann ich es nicht anlegen, aber ich überlege, ob ich den Stecker jetzt nicht vom Drucker da ziehen sollte. Dann habe ich hier Netz, weil der Chipsatz für den WLAN-Bitter nicht unterstützt. Und dann hätte ich hier ein wirklich ein Kistel, wo man alles machen kann. Live, Distribution. Tja, ich habe das schon fertig. Jo, na genau. Also das Incomplete ist jetzt da. Aber das Ding hat doch Netz, sonst wollen wir nichts runterladen, oder? Genau. So, wie man sieht, ist das nicht ganz, wo ist er denn? Gut, in dem Fall ist das scheinbar ein längeres Stück, was doch länger dauert, also dieser Titel. Und dazwischen wurde jetzt eine Werbeeinschaltung gesagt, oder eingeblendet, eben von Digital Imported. Hier mit, ja, keine Ahnung, kaufen Sie das Produkt, also eine Werbeeinschaltung eben. Und das hat er erkannt und hat schon eben bereits hier getrennt. Das heißt, diese Werbeeinschaltung war relativ kurz. Ja, und das muss man dann zusammenhängen, oder wie funktioniert Nein, das? Eben nicht. Also ich kann den Stream 1:1 mitschneiden. Ja. Dann habe ich hier einfach den Streamnamen und mit einem Datum versehen, oder wie ich das auch benamsen will. Aber wenn ich die Titel, die hier unterschiedlich gespielt werden, wie zum Beispiel einfach in einen Radiosender einschalte, und würde es hier praktisch jedes Titel, die gesendet wird, einzeln abspeichern und auch benennen. Also wenn es zum Beispiel Michael Jackson spielt, dann ist es der Titel Michael Jackson. Wenn das dann vorbei ist, ja, wird es eben gecuttet. Es erkennt eben schön praktikabel. Es ist aber nicht hundertprozentig perfekt. Das heißt, es kann sein, dass am Ende eine kurze Überblendung ist. Ja. Das kann ich dann vielleicht auch mit der Zeit ein bisschen variieren. Ja. Aber ich sage mal, in Standardeinstellung so ist es in Ordnung. Wenn man den Dienst anschaut, die Befehle. Also die Optionen.
Okay, auf ein neues. Ja. Habe ich hier die Möglichkeit? Einen einzelnen Pfeil zu mitzuschneiden und wenn das nicht auswählt, blendet es automatisch. Mhm. Ja, wir können relativ viele Einstellungen, die ich selber noch, ja, bin eigentlich mit dem, was ich jetzt aktuell verwende, nicht drüber hinausgekommen, alle anderen habe ich noch nicht genutzt. Okay. Streamable. Okay, haben wir im Pad mit dabei. Ja. Okay, dann hattest du noch Lifehacks, die du zeigen wolltest? Ja, du dann bringe ich dabei das mal zum. Fenster zu machen aus der Ewigkeit. So. Ich hoffe, die Idee von mir funktioniert gut. Ich habe schon mal getestet. Nämlich einfach hier mal ein Webcam anzuhängen. So, auf die Art und Weise. Sieht man das? Vorher war es irgendwie besser, heller. Können wir mal den Licht. Sofern es den Beamer jetzt nicht von kontraproduktiv beeinträchtigt. Ja, das ist okay. Ja, das funktioniert aber irgendwie jetzt nicht so optimal, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn man zwei Kassetten übrig hat, also so eine Hülle von der Kassette, und man kein Smartphone hat, ist es eigentlich recht praktisch, wenn ich den einfach so nehme. Und mein Smartphone reinstelle. Sehr praktisch. So, sieht man das vielleicht ein bisschen besser, aber auch nicht. Kassettenhüllen gibt es jetzt zu 1000. Nur so eine Kassette drin. Und die kann man eh wegschmeißen. Nein, also, ich kann die nicht einfach wegschmeißen. Das ist doch nicht. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt so nette Clips. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, ja. In dem Fall mache ich ein bisschen Werbung für Datecom. Mit dem kann man einfach so Papierrollen zusammenheften, so ähnlich haben wir Büroklammer. So sieht man es ganz gut. Ich finde, das ist total praktisch als Geldscheinklammer. Also ich brauche da keine große Geldscheinklammern. Ich habe sogar eines. Und den habe ich gekauft vor kurzem und habe festgestellt, es ist sehr unpraktisch. Das ist nämlich so ein großes, dickes Zeugs, und was irgendwie total, das, ja, also wenn ich den kleinen daneben, ist es, finde ich, weitaus praktischer, handlicher, ja, und viel leichter. Und das kennen auch, glaube ich, schon viele, was ich mit dem machen kann.
wenn ich ein Kabelsalat irgendwo habe und ich möchte den Kabel irgendwo befestigen, das ist recht praktisch, ich kann hier das rausnehmen. So, und jetzt brauche ich ein Kabel, den ich jetzt da nicht unbedingt dann habe. Aber, jetzt ist schon weg. Zum Beispiel. Das ist dann da recht locker. Ich nehme an, das ist der Tischplatte, in dem Fall meine Kassettentülle. Das ist da leider rausgekupft. So. Hängt es hiermit an und mein Kabel kann nicht mehr verschwinden. Und wenn ich es brauche, nehme ich es einfach, ziehe es raus und stecke meinen Laptop an oder was auch immer. Und dann bleibt er einfach da hängen. In dem Fall würde ich das einfach da auf den Tisch draufgehen, wenn man das sieht. Oder, ja. Nur, dass die Platte von dicker ist. Weitaus dicker ist als mein kleiner. Aber das ist recht praktisch, wenn ich es loslasse, ist es gleich wie ein automatischer Einzug. Oder, ja. In echt schaut das viel besser aus. Ist mein Kiste, ja, ist ja schwarz aufgedruckt. Ja, das waren jetzt einige, die ich selbst. Genau. Das letzte habe ich dann auch mal benutzt, um beim Hackerspace wirklich diese Kabel mit an den Tischrand zu bringen. Und apropos Kabel, ihr kennt das ja. Länge du kannst das gleich vorn präsentieren, ich sehe im Video. Ach so. Ja, bei den kleinen Geschichten sieht man das dann natürlich nicht. Bei den großen, ja, genau, stimmt. Ich kenne das mit Kabel. Da gibt es Kabelbinder und es gibt Kabelklettverschlüsse, die man umbinden kann, damit das nicht so durch die Gegend fällt. Ich finde das natürlich sehr praktisch, aber Plastik hat man nicht immer. Was man aber schon mal hat und nicht gleich wegwerfen sollte, ist ein anderes Material. Dazu muss ich es einfach nur ein bisschen anders draufgeben. Also wenn es richtig lang ist, ist es vielleicht ein bisschen viel, aber man kann sich das hier in so Streifen organisieren. Und bevor ich jetzt zu lange rummache, das ist das Tool der Wahl, deine Toilettenrolle. Ja? Dann, wenn es das drüber ist, oder auch für eine Küchenpapierrolle, auch ganz prima, weil die länger sind, kann man einfach drüber gehen. So, gibt es überall, ja? Kostet nichts im Zweifelsfall und auch ganz prima für Kabel. Also hält das einfach. Ja? Und ja, die Dinger, diese ganzen Rollen kann man natürlich auch in eine Kiste geben. Und wenn es kleinere Kabel sind, da draufstecken und nebeneinander stellen. Und die sind dann in einer Kiste schön separiert und ja, kostet halt nichts viel. Also diese Teile nicht einfach wegschmeißen. Ja, also ich bin gerade ums Eck gegangen, bei der Toilette drüben, daneben steht dieser Mülleimer, der hat mich skribbelt halt. Und da habe ich mir das gerade rausgeholt. Normalerweise hatte ich das sogar drin von so einer Küchenrolle, aber ich habe es diesmal anscheinend nicht mitgenommen. Aber wieder da. Man geht an die richtige Stelle und dann kriegt man das gut. So, das war auch so eins von diesen Lifehacks. Die Lifehacks gibt es ja auch noch als Video auf YouTube und so ein paar davon sind, glaube ich, davon entnommen. Und das hatte ich, glaube ich, auch mal auf YouTube gesehen. Ja, super praktisch. Das war's. Ich habe noch eines, den ich noch nicht gezeigt habe, der hängt nämlich genau auf dem Kanterkabel ab. Ich habe da so Magnetkugeln einmal gekauft. Das ist so eine nette Spielerei. Neodym-Magnete in Kugelform und die fand ich zu Hause, nachdem ich da herumgespielt habe und es eigentlich da mein Interesse schon ein bisschen nachgelassen hat, recht praktisch auf Metalloberflächen Kabeln anzubringen, die sehr schnell wieder lösbar sind, indem ich einfach den Kabel da, in dem Fall auf der Metalloberfläche, und es bleibt dann einfach so richtig haften. Im Moment habe ich da leider nicht, oh ja, da hätten wir da was. Irgendwie ergeben sich, dass die meine Hexen sich alle einander ergänzen. So. Sieht man das auf der Kamera auch? So. Also es bleibt schön haften und wenn ich die Kugel entferne, je nachdem wie viel das sind, dann kann ich auch die Dicke des Kabels variieren. Und wenn ich dann
Kabelbündel einmal ja, zusammenlegen möchte, dann recht praktisch. Also ich montiere zum Beispiel ausrangierte Festplattenmagneten teilweise auf Kabeln einfach nur zur Halterung mit einem Kabelbinder an Festplattenmagneten drauf und du hast schon Halterung, wo immer du sie brauchst. Da habe ich so viel davon, dass es wurscht ist. Ich lasse es gleich drauf, weißt du? Ah, ist auch praktisch, ja. Ist auf jeden Fall billiger, weil das kostet ja Geld, kriegt man nicht umsonst. Schweinegeld. Ja. Und die Festplattenmagneten kosten nichts. Und ich habe, weiß nicht, also sicher schon an die 100 Festplatten zerlegt. Nur zum Magneten ausbauen. Zum Fladern. Sind sehr praktisch. Kannst du so oft brauchen. Schnell was ins Log. Loggt noch jemand mit? Erwähnt, da. Self-hosted One-Click File Download Service. Mhm. Wer hat das da zugeschrieben? Ich war's. Ah, okay. Zeigst du es noch? Das können wir gerne machen, ja. Okay, na gut, dann gehen wir dann, machen wir dann gleich weiter. Super. Ja, danke, Ferry. Das ist doch schön. Live Mac. Klimamäßig sind diesmal sehr gut bestückt. Ja, ich denke, so ist es echt besser. Ja, also der Klima muss einfach, denn das, was da immer noch drüber hängt, das ist nicht echt. Ja. So. Aha, Schleichwerbung für Crypto-Party. Nicht schlecht Werbung. Nicht schlecht Werbung. Offensichtlich. Sehr gut. Ein sehr französisch klingendes Tool, Coquelicot, heißt es für die Mohnblume. Gelegentlich immer mal irgendjemand ein File zur Verfügung stellen auf einem Server. Dann will man, dass das File nach einiger Zeit wieder verschwindet und man vergisst dann seinen Server aufzuräumen. Und dann hat er fürchterlich alte Dateien, die da rumschimmeln und lauter so Zeugs. Das Ding ist ein kleines Ruby-Dings, mit dem ich ein File einfach wo raufladen kann, auf meinen eigenen Server, wo dieses Ding läuft. Da kann ich auch noch schön mit HTTPS vorher noch irgendwie in Nginx als Proxy davor schalten. Also ein Webserver braucht es aber schon. Es bringt an sich Rainbows mit, das heißt einen Ruby eigenen Webserver, der macht aber nur HTTP. Man will natürlich gerne HTTPS haben. Und ich habe das bei mir auf meinem Mirror-Server drauf. Und dann braucht man da einmal ein Upload-Passwort, das kann man auch mit IMAP und MailDAV integrieren. Ja. Aber man braucht schon einen eigenen Webserver, den man unter Kontrolle hat, als Root oder? Root muss nicht sein. Also man kann schon als User in User Space das machen. Ja, ja, klar. Und dann kann ich da richtig sein und mein Upload-Passwort reinpasten. Kann ich hier sagen, ja okay, nach der Zeit soll das File automatisch wieder gelöscht werden am Server. Der kümmert sich dann auch darum. Das Nette ist in dem Fall, die Files werden am Server verschlüsselt abgelegt. Und bevor sie gelöscht werden, wird die Datei auch am Server im File-System ausgenullt. Das ist auch so. Moment, also verschlüsselt abgelegt heißt, also lokal wird erst verschlüsselt und dann wird es hochgeschoben. Nein, ich lade das File hoch und dort wird es verschlüsselt, damit es nicht unverschlüsselt im File-System abgelegt wird. Dem Server muss ich so weit noch vertrauen, weil es im Memory einmal unverschlüsselt abgelegt wird. Okay. Das schon. Okay. Ich kann natürlich das File vorher verschlüsseln und ein PGP-encrypted File hochladen, dann ist auch egal. Okay, aber das Nette ist, auch jemand, der lokal File-System-Access auf dem Server hat, findet dort nur verschlüsselte Files. Gut, mit welchem Schlüssel werden die dann aber verschlüsselt? Irgendwo muss ja mal irgendeinen Schlüssel herkommen. Genau, ich kann da ein Download-Passwort vergeben und aus dem wird dann eine AES-Key ausgerechnet. Okay. Aha. Das ist recht nett. Ich kann auch sagen, dass es eben nur einmal runterladbar ist und danach wird es automatisch entfernt oder eben, dass es nach einer gewissen Zeit automatisch expired.
der Server kann sich dann auch noch merken, dass es dieses File gab, auch wenn es nicht mehr da ist, und kann ein User, der das dann holen will, sagen so, du, nö, zu spät, ist vorbei, gibt es nicht mehr. Gut, also ein Benutzer, der auf einen Webspace einen Shell-Zugriff hat, kann dieses Ruby-Ding verwenden, um einen Service aufzumachen, und dann kann man was hochladen. Genau. Wie sieht das aus so? Wie sieht das Ruby-Skript oder was auch immer aus, wenn man es installiert und benutzt? Und also wie stellt man sich selbst diesen Service zur Verfügung? Okay. Da gibt es einen Tabor, den kann man runterladen. Dann installiert man mit Ruby Games und Bundler halt so seine üblichen Voraussetzungen. Das geht vollautomatisch. Bundle Install und dann wirft man das einfach an mit Cocalico Start. Das steht da unten irgendwo. Das ist, wenn ich einen Shared Webspace habe ohne eine Konsole, dann wird es nicht gehen. Also so ein eigenes Setup-Menü oder Setup-Funktion gibt es da nicht. Nein, das ist wirklich ein Ruby, eine Ruby Web Application quasi. Ich habe bei mir halt noch ein Nginx davor geschaltet, damit ich ordentliches HTTPS habe. Weil ich muss halt oft irgendjemand ein File zur Verfügung stellen. Und das Nette ist, wenn ich dann da irgendein File nehme, das ist dann eigentlich auch ganz vollkommen plumpse, was ich da nehme. Was nehme ich denn? Da kann ich jetzt ein File nehmen. So, mein Gott, das gibt es jetzt eine Stunde lang. Shadows, dann lädt er das da hoch. Also das ist jetzt Internetzugang hier, wenn ich da kann. Also das ist jetzt eine Lösung für Leute, die irgendwas mal hochladen wollen in ihrem eigenen Space und haben das vorher getan. Wenn sozusagen auf der lokalen Seite einfach nur Webzugriff da ist, also wie im Webcafé. Ich will mir was aber hochladen und habe kein S-Copy zur Verfügung, genau, wie sich das gehört. Genau, also und da kriegt man dann halt eine toll konfigurierbare, super schön lesbare URL raus, die kann ich irgendwem schicken oder in die Wand drücken, klickt man dann drauf und dann kann man sich das runterladen, was da drin war. Und da muss er dann ein Passwort eingeben oder nicht? Ja. Das kommt darauf an, wenn ich ein Passwort vergeben habe, muss die Person auch noch das Passwort kennen. Ansonsten kann man es einfach runterladen. Aber wenn, Moment, ja, du gibst die URL weiter, es ist noch ein Passwort mit drauf. Welches Programm encryptet das dann damit? Das geht direkt über den Webservice. Wenn du das Passwort mit angibst, dann kriegst du gleich das unverschlüsselte Ding wieder retour. Deswegen mache ich da auch drauf HTTPS. Ja, weil sonst heißt ja dann auch das Klartext. Das Nette ist, ich brauche mich nicht darum kümmern, dass das Zeug automatisch am Server wieder aufgeräumt wird und damit geht mir nicht irgendwann der Platz aus. Ich kann die File-Size, mit wie groß darf ein maximaler Upload sein, kann ich auch beschränken und auch das, wie lange liegt das da. Also wenn man öfter mal irgendwem ein kleines oder ein großes File irgendwo hinstellen muss, dann ist das recht angenehm. Gibt es da was anderes, gleichwertiges auch? Es gibt tausend verschiedene Dinge. Ich habe halt letztens was gesucht für ziemlich genau diesen Anwendungsfall. Ja. Das war super leicht installiert, weil das halt mit Ruby Games und so quasi von alleine rennt. Und da muss ich dann nicht wirklich viel machen, damit das funktioniert. Tut dann los. Deswegen ist es mal jetzt das geworden. Und prinzipiell interessiert hätte mich auch noch FAX, also F-EX, perhaps Fast File Exchange, allerdings ist das so dermaßen nicht portabel, dass es nur auf Debian und Gentoo rennt und das ist halt jetzt nicht unbedingt eine Voraussetzung, die ich für meinen Server anschaffen habe. Und damit wäre das zwar sau cool gewesen, weil das hat dann Command-Line-Tools und Skriptbar und alles Mögliche, aber ich habe halt keinen passenden Server für mich im Zugriff im Normalfall. Deswegen ist es das geworden. Das ist halt mein Ruby rennt. Und auch sehr angenehm, es rennt komplett ohne JavaScript. Also das kann ich
ganz brav sogar mit E-Links im Terminal verwenden, um Dinge damit zu tun, was jetzt auch nicht unangenehm ist. Ja, erinnert mich übrigens an eine Sache, wollte ich gerade da reinschreiben. Pico, finde ich es nicht. Und zwar nach Saft. Saft ist ein Protokoll, was auch dafür da war, um Files zu tauschen und wo auch automatisch aufgeräumt wird. Und ich hatte gerade die URL und das war wieder so eine encrypted URL, nervt. Also seitdem Google umgestellt hat auf, man muss die Seite erst aufrufen, um im Browserfenster oben die Adresse wieder die richtige zu bekommen. Und wenn du einen Link kopierst, dann hast du einen Redirect-Link mit einem Kilometer drumherum. Okay. Ja, das nervt. Da ist es, Franz. Franz da, genau, Franz. So heißt der Mann. So ein echt abgefahrener Alltime-Nerd. Ein ganz gruseliges Perl-Teil. Mhm. Aber ja. Das heißt zwar offiziell, ja, so wie jedes Unix oder Windows, solange dieses Unix, wo er meint, dass es installierbar ist, Debian oder Gentoo heißt, ja, sonst nirgends, glaube ich. Wer auch cool hat, allerhand nette Features und so weiter, die ich eigentlich auch gerne hätte, das gefällt mir nicht gut, aber ja, ich habe halt nicht die passenden Server für mich, dass ich mir das antue, weil ich mir nicht jetzt noch ein Betriebssystem eintreten will. Aber wer einen Debian-Server hat, gibt es, glaube ich, sogar Package dafür. Das ja, also es gibt immer viele verschiedene Ansätze. Ich denke, man könnte eigentlich sogar einen ganzen Abend machen, nur mit diesen Dingen. Also mit Netcat könnte man ein Socket aufmachen und dann Zeugs austauschen. Wir können natürlich. Es hängt immer davon ab, was ist vorinstalliert. Ja, das ist genau das Problem bei dieser ganzen Geschichte. Und niemand will einen FTP-Server mit allen Features installieren, nur um ein Ding dann mal auszutauschen. Ja? Genau, das ist halt alles so. Du schickst jemandem einen Link, der klickt da drauf und. Rundum sind die Personen, für einen Link klicken, kriegen sie hin und man kommt das File. Genau, und dann wird es auch automatisch vom Server wieder gelöscht, was echt der Hit ist, weil man das sehen Foto und so aufpassen. Genau. Wenn man denkt dann nicht dran und vergisst wieder, dann will man auch nicht, dass manche File fragt, solange ich irgendwo rumgoogeln. Also das wäre auch wieder so eine Sammlung von Tools, die man sich da anschauen könnte diesbezüglich. Ich sage immer, den ersten Schritt haben wir jetzt getan, indem wir gesagt haben, das gibt's und dann kann man so ein bisschen Doku daraus basteln und eben auch mal einen Artikel irgendwo für eine Zeitschrift. Also es ist immer wieder cool, wenn sich jemand darum kümmert und das weiterentwickelt. Ja? Ich sage jetzt, wir könnten, machen wir jetzt nicht, aber wer es macht, ich freue mich drauf. Ja? Was gibt es da noch für Webserver davor schalten will, Config-Files dafür, ist wirklich sehr easy. Ja, und wann immer die Frage ist natürlich so, was hast du denn da? Wie können wir jetzt da miteinander reden und Netzwerk und was hast du auch für eine Kiste? Und die meisten wissen es immer nicht, ich weiß es auch nicht. Und deswegen wollte ich noch ganz kurz was reinwerfen, nämlich das Inksy-Skript. Ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal gezeigt habe. Das würde ich doch schnell machen. Und dann heißt es eigentlich auf zum Essen. Ja, dass wir auch unsere Pause haben, bestellt ist das Ganze auf 8 Uhr. Ich denke mal, wenn ich das irgendwie noch zeige, dann ist genau richtig zum Einpacken rübergehen und dann sind wir rechtzeitig dort. Ja? Das tust. Aber wenn du auch zufälligerweise das Inksy hast, dann. Das sagt mir jetzt überhaupt nichts, aber auf jeder Kiste, auf der Python drauf ist, wenn ich mal schnell einen Webserver brauche in dem lokalen Directory, ich habe mir da einen Alias angelegt. Dann kann ich von meiner lokalen Maschine mal schnell einen Webserver machen, wo ich einen File rein tue. Muss man nicht irgendwie. Einfach mit. Aha. Also mehr braucht man dafür nicht. Aha. Einziger Nachteil ist, das macht halt nur IPv4 und kein V6, aber. Das ist mein Personal. Das heißt, sofern, Personal Pet Peeve. Das heißt, sofern du Python auf dem installiert hast? Ja. Sobald du Python hast, kannst du das machen. Geht wahrscheinlich mit Ruby oder so oder mit Perl auch irgendwie. Da habe ich mich nie damit befasst. Aber das tut. Und surft dir halt das lokale Directory auf Port 8000, wobei das schreibt natürlich ins Terminal rein, wo er horcht. Und das ist so pur meins Webserver. Ich stelle dir mal schnell einen File irgendwo hin und du kannst es dir hier im LAN holen. Sehr cool. Das ist das auch nicht unangenehm. Total praktisch, ja.
bitte noch ins Pad reinschmeißen, yes, natürlich. Super Sache. Das Command-Line FU kennt ihr schon auch. Oder Command-Line FU. Ja, da gibt es eine Webseite, die sammelt so ein Zeug. Ja, ja, genau. Da habe ich das nicht mehr schon gesehen. So Command-Line FU. Nur Sicherheitshalber, dass man das. Ja, ja, Command-Line FU ist. Ja. Es gibt auch ein paar sehr schöne Twitter-Accounts, die ja, diverse Unix-Tools und Linux-Command-Line-Tricks und so immer wieder mal twittern, die so im Vorbeirauschen ja, der sonstigen Twitter-Termen immer recht angenehm sind. Aber Command-Line-Fu hat natürlich Tonnen an so obskursten ja, Sachen, die recht cool sind, ja, keine Frage. Okay, dann schmeiß ich noch das INSI drauf und dann gehen wir jetzt. Ja? Okay. So. Na, passt das? Jetzt ist dahinter. Okay. Testing. So, um das noch ganz schnell zu zeigen, eigentlich müsste hier mein, hallo, wo sind denn mein Terminal, mein lokales Terminal, wo sind sie denn überhaupt alle hin? Hallo, da. Okay, wieder ein bisschen größer die Schrift machen. Es ist da. Inksi, wie waren die Parameter? Ich benutze es gar nicht so oft, aber es ist halt praktisch. Da ist es, genau, SB. Mal kurz anzeigen. Oder so einfach mal rennen lassen. Ja, es sucht sich, also es ist ein richtig fettes Skript, das sich die notwendigen Sachen aus dem System zusammensucht und einfach mal darstellt. Und das kann man jemand in die Hand geben, der gar nicht weiß, wo er suchen muss. Das Skript macht eben die Arbeit. Und hier sehen wir dann also bei dem System, du hast einen, die Kiste heißt Sven, genau, und hat den Kernel sowieso. Und es ist von der Distro her ein Ubuntu 14.4 Trustee. Ja, ist das schon mal schön. Brauchen die Leute nicht nachzuschauen. Auch, was ist das für eine Maschine? Ja, ein Acer. Es hat eine CPU, Single Core und so weiter. Das sind so das, was man mit diesen Parametern F und B dort bekommt. Und ja, und was auch ganz schön ist, Vorsicht, na, unser Internet, das hängt davon ab, das ist ganz. Ich habe mein ganzes Leben ist auf einmal anders. Show and tell. What? Die Kamera. So. Genau. Und auch am Ende ganz, ich auch ganz schön, ich benutze eine Z-Shell. Und das INSI hat auch eine Version. So. Das Ganze kann man natürlich dann auch einfach mal in eine Datei schmeißen. Das habe ich dann eben gemacht, Aspire-Text, da war ich auf dem Aspire in Fungiere und dann habe ich das sozusagen einfach mal als Datei dort vorhanden. Wo ist es? Da. Und ja, wer dann, zumindest könnte man jemand sagen, ruf diese Kommandozeile mal auf. Ja? Das ist ja wenigstens auch nur ganz wenig zu tippen und ist auch Copy and Paste fähig und dann kann man ja auch sagen, mail das Ganze mal irgendwo hin. Ja? Also Mut, nimm das Ganze, wir können sogar ein Use of Cat noch dazu packen. Das Ganze als Input für Mut und dann schickt man das an Sven mit GoogleSnet und dann kriegt man das. Natürlich sollte, ja, man sollte natürlich noch ein Subject dazu tun, ja. Irgendwie Output und das muss natürlich ein Parameter sein und ich habe mich vertippt und da haben wir ja diese schöne Shell-Funktion, das taucht. So ungefähr das Ganze, plopp, so kann man das jemand sagen, schick mir das und sollte hoffentlich funktionieren, wenn Mut installiert ist, wenn nicht Mut ist, dann sollte zumindest Binmail installiert sein, ja, so sollte das funktionieren. Schön einfach, schön sinnvoll. Wo gibt's das INSI? Habe ich vergessen. Werde ich ins Test schreiben. Paket? Nix? Ach so, Paket. Ja, warte mal, doch, das gab ein Paket, oder? Ja, es gibt Paket und beim Paket steht natürlich auch drin, wo man es kriegt. Ne? Da ist die Homepage natürlich. Alles ist gut. Bei Google gibt es das übrigens abgelegt. Eins von den Projekten, das INSI-Projekt. Ja,
Da haben wir das. Installieren, viel Spaß haben, den Leuten sagen, ach ja, und einen Zusatz noch geben. Man kann das natürlich auch dann einfach mal Leute fragen, wenn sie im Chat stecken, ja. Dann wäre sozusagen dann, wenn man zum Beispiel das gute IRSI verwendet, dann kann man sagen, hier, gib mir doch, installiere mal dieses Teil und dann gib mir den Output davon, von dem INXI, INXI-SP, und dann, was es macht, es ruft also das INXI auf und wird das exec und der Output wird dann sozusagen auf den Chat-Kanal gegeben. Der Chat-Kanal, also ich empfehle das nicht unbedingt so zu machen, wenn viele Leute reden, aber wenn man ein 1:1 Fenster hat und mit dem chattet, dann gibt es natürlich den Output einfach direkt da weiter, ohne dass man noch groß e-mailt und so weiter. Man sieht es einfach, also so als hätte derjenige das dort hineingepastet. Ja? Ja, um das mal so zu sehen, haben wir das installiert, weiß gar nicht. Achso, Paste bringt auch gar nicht viel. Ich gehe mal zu meiner Kommunikation und hier ist das IRC, genau. Und dort mache ich das einfach mal. Mal sehen, wie viele Leute jetzt sagen, hey, ich idle hier nur rum, was soll der Scheiß? INXI-SB, ja, mal ein bisschen größer machen. So, das ist der Chat. Und das haue ich jetzt da rein. Und sieh da, alles wird jetzt sozusagen von, der Output wird sozusagen hineingegeben, als hätte ich das jetzt alles gesagt oder hineingepastet. Jetzt schauen wir mal, wie lange es dauert, dass sich jemand meldet. Auf alle Fälle, jetzt weiß jeder im Kanal so ungefähr, was ich da benutze. Und ich muss nicht groß nachschauen oder schön zusammenstellen und editieren. Also ich finde es durchaus super praktisch, ja. Das ist ein cooles Tool. Früher haben wir solche Sachen benutzt, die waren mit auf der Knoppix-CD drauf. Da war so ein Skript, das es auch so irgendwie gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Aber das gefällt mir so gut, dass ich das eben jetzt promote. Ja. Und jetzt habe ich echt Hunger. Für Post-C gibt es auch ein Command-Line-Tool, das ähnliches macht. Das heißt System_Profiler. System_Profiler? Genau. Also System. Aha. Genau so. Wo findet man das? Ja, ich rufe einen Textbrowser auf. Oh, wir sind schon bei Google. Oh, wir geben das mal ein. Blubber. User ist bin System Profiler. Das kommt mit dem System mit. Ja, wenn es dabei ist. Da ist dabei, das genau. Preisige. Und das liefert unglaubliche Mengen an Zeug. Also. Gleich mal hier. Das kann. Achso, das sind dieses Manual dazu. 12 Milliarden Dinge anzeigen von. Von der Lane-Konfiguration deines PCI-Busses über sämtliche installierten System-Extensions und Kernel-Erweiterungen und ich weiß nicht was alles. Also halt kein Link zurück zu einer Homepage. Das. Na gut, schauen wir mal, wo es noch finden, irgendwie System Profiler. Das ist doch sicher. Da steht was von Wikipedia auch noch. Also, da steht was. Das es gibt eine Wikipedia. Ein Mutterschiff holen, die ganz offiziell bleibt. Origins, Blub, Linux, Blub. Ah, da gibt es noch so ein paar andere. Ja, genau, NSHW, Hard Info. Soll ich den Link jetzt hinpacken ins Dings? Ins IRC, in welchen Channel hättest du es? Wurscht, ist das schon? Was machen wir? Ja, stimmt, wir haben, haben wir gar nicht gesagt, dass wir hier ein Show and Tell IRC gemacht haben. Da ist er. Auf Freenode, das Showtel, genau. Das wäre so die andere Möglichkeit, falls das mit dem Chat neben dem Textpad nicht funktioniert und so oft abbricht. Gut, da haben wir also. Ich exec das jetzt nicht in dem Channel, weil sonst das ist Manual. Die nächsten 10 Minuten lang beschäftigt, Zeilen zu posten und wird nicht im Flooding raushauen. Also man kann das auch einschränken, dann wie viel er hergibt und was und alles Mögliche. Aber das ist ein Link jetzt auf die Manpage. Das ist ein Link auf die offizielle Manpage, ja. Okay, aber da wissen wir jetzt nicht, wo es eigentlich herkommt. Das ist für beide OSC. Comes with the system. User SBIN System Profiler. Das ist drinnen. Okay, wenn man aber das System nicht hat und es gerne auf einem anderen System eben haben wollte, dann wirst du mit einem System Profiler, der von Ifrit kommt, auf einem Nicht-OS10-System nicht viel anfangen. Ist das so deutlich? Gut, also hier haben wir den System. Aber wenn du mal jemanden Profiler. Von deinen ahnungslosen Mac-User was wissen willst, das Tool gibt's dir.
Okay, wenn ein Mac-User nicht weiß, dass er ein Mac benutzt, dann hat er nicht verdient, richtig? Na, manchmal will man halt Dinge wissen, die Mac-User nicht beantworten können. Ja, das passt schon. Okay. Das gibt halt wirklich viel, viel technische Systemprofil-Sachen her. Okay. Mit was ist an meinem Thunderbolt-Bus angeschlossen und an meinen 12-USB-Bussen und an Firewire und. Ja, das weiß man nicht, ja. Okay, dann sag ich mal vielen Dank für den ganzen Kram. Pause. Und dann um, sagen wir mal, 21:30 geht es weiter. Da sollten wir wieder da sein. Jetzt habe ich das eingetippt, aber es ist nicht mehr da. Warum nicht? Weil es da oben reingeraten ist. Ah ja, das Touchpad. Okay, da. Und dann mache ich da oben noch einmal Revision. Save now. Okay. Gut. Danke sehr fürs Zuhören. Bis nachher. Man kopiert dann immer voll eifrig die Huge Commands. Genau. Oh, you see.